Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Incomplete Journey. Genau, ihr seid immer noch dabei, also ich. So, ich würde mal sagen, wieso habe ich jetzt eigentlich meinen Controller in der Hand statt die Maus? Gewohnheit von ja. Mega Man und so. So, wollen wir mal gucken, was gibt's denn in diesem Raum so für Anspielungen? Also, ein Klempner mit roter Mütze und Schnurrbart. Okay. Ja, Fliegenpilze. Pilzplörre. Dann Feuer. Verschiedene Fässer. Ich habe keine Ahnung, worauf das alles anspielen könnte. Hier ist noch eine Blume. Naja, reden wir doch erstmal mit dem Barkeeper. Ich kannte mal einen Gnu. Das sah besser aus als du. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Ach du Scheiße, diese Summe kann man sich doch nicht mal denken vorstellen. Ja. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Oh no. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Aber ich habe 3 Personen, bei denen ich was anschreiben kann mit 2 Slotti. Und dann habe ich 6 angeschriebene Slotti, Junge. Einen Humpen Plörre, bitte. Gerne. Such dir einfach einen leeren Krug und bedien dich selbst. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Ich finde, der Fliegenpilz sieht aus, ne? So, dass er Augen hat unten, genau da, wo du gerade warst mit dem Tiger. Und dass es aus den Augen blutet. So sieht das für mich aus, wenn okay. Die Bilder jetzt nicht im Weg sind. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte, ist doch leer. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen.
Nee, warte, ist doch leer. Joa. Und du erinnerst dich ja daran, wie das hier endet, ne? Ja, ja, ich weiß, wie das endet. So, nehmen wir uns doch mal einen Schnittchen. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Oh Mann. Ich möchte übrigens mal ganz kurz so zwischenspeichern. So. Okay. Also sieh mal, welches Datum gerade ist. Acht-Bit-Burger-Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. So, ist das hier normale Plörre? Ja. Plörre, was sonst? Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Wie wär's mit Lasagne-Plörre? 8-Bit-Burger-Pilz-Plörre. Happy Hormone Alco-Paw. Mamas selbstgemachte Haarwuchs-Plörre. So, Hormone. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Muttermilch. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Da ist schon genug Alkohol in der Suppe. Opa Boso, weißt du? Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Eine Pilzplörre, bitte. Vergiss es. Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die... Und zweitens hat das Zeug einen schlechten... Es ist schwer... Ja, das hatten wir schon. Ach, stimmt. Ich weiß ja, wo die wirklich sind. Aua! Was? Du weißt ja, wo der richtige Pilz ist, ne? Der war's nicht. Alle vier sind falsch. Aua! Sicher? Du hast doch eine übrig. Aua! Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da
ist ja der junge Vater. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Könnte sie die Stimme von Tonis Mutter haben? Igitt. Oder eine ähnliche Dinge? Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Nee. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. So. Damit haben wir alle Pilze, die Pilze auch. So. Was ich jetzt so rein theoretisch mal testen möchte. Nachschub! Na endlich! Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Hormonzeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Obsthändler, der freut sich. Ich für meinen Teil bin froh, endlich aus dem Stimmbruch raus zu sein. Okay. Ja, weibliche Hormone, ne? Und was sagst du? Nachschub! Na endlich. Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Haarwuchszeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Spediteur, der freut sich. Ich habe auch so schon genug mit meinen Nasenhaaren zu kämpfen. Oh. Dann halt du. Nachschub! Na endlich. Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Haarwuchszeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Spediteur. Der freut sich. Ich habe mir nicht heute Morgen 4 Stunden lang die Beine rasiert, nur um das jetzt mit diesem Gesöff wieder zunichte zu machen. Nachschub! Na endlich. Hä? Was soll das denn sein? Ist das etwa dieses Pilzzeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Klempner. Der freut sich. Ich für meinen Teil möchte meine Gehirnzellen noch eine Weile behalten, wenn's recht ist. Nachschub! Na endlich! Was soll denn das sein? Ist das etwa dieses Pilzzeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Oder gib es dem Klempner. Der freut sich. Ich für meinen Teil möchte meine Gehirnzellen noch eine Weile behalten, wenn's recht ist. Das hat der andere auch gesagt. Er hat doch dieselbe Stimme wie Opa Boso. Nachschub. Na endlich. Oder war das jemand anders? Ich kann das nicht so gut auseinanderhalten. Was soll denn das sein? Ist das etwa dieses Hormonzeugs? Das behältst du mal, lieber Junge. Also, stimmt, oder gibt es dem Obsthändler, der freut sich. Ich für meinen Teil plane, meine Männlichkeit noch eine Weile zu behalten. Nachschub. Na endlich. Nee, ist nicht Opa Boso. Der klingt mehr wie Dark Bellag. Er klingt eher wie Halbogen. Lecker Schmecker! Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Alles klar bei dir? Wuhu. Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Schauerlich, was der Alkohol aus einem Menschen macht. Schauerlich. Nachschub. Lotti, die mal genommen, ne? Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben.
Alles klar bei dir? Wie du meinst. Hauptsache, du fährst nicht. Schauerlich, was der Alp. Ja, der Tag ist aber davor. Nachschub. Na, endlich. Hey, Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Denn nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker! Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff! Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Ach du liebe Zeit. Aua. Cameo, okay. Ah. Nebenbei, ich finde, der Barkeeper sieht aus wie ein Charakter aus Fairy Tale. Einfach so schön. Ich kannte mal einen Gnu, das sah besser aus als du. Was kann ich für dich tun? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Und da ist sie nun, die obligate Deponia Bar. In jedem Teil gibt es eine Bar, eine Kneipe, eine Spelunke, hier einen Pub, in dem das gute 8-Bit ausgeschenkt wird, unter anderem. Und natürlich die Deponia übliche Plorre sonst. Und ja, und auch ein paar andere Sachen werden hier ausgeschenkt. Und zwar massenweise, ellenbogenweise Seitenhiebe an Spielehelden meiner Jugend. Und eigentlich auch noch heutigen Spielehelden. Tatsächlich muss ich ja sagen, auch auf die Gefahr, dass es wieder nach Werbung klingt. Für mich hat in der aktuellen Konsolengeneration bislang immer noch die Underdog-Konsole, die Wii U, halt die Nase deutlich vorn, weil ich halt am meisten Spaß tatsächlich mit einigen Charakteren hatte, die möglicherweise hier mit einem Augenzwinkern auf die hier referiert wird. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, jetzt, wo ich das in den Kommentar spreche, ist das neue Donkey Kong noch nicht draußen. Aber wenn ihr dann diese Spielesammlung in der Hand haltet und auch noch in 20 Jahren, dann werdet ihr euch wundern, hä, wovon spricht er? Donkey Kong ist noch nicht draußen. Aber das werde ich mir zulegen. Da freue ich mich mehr drauf, als auf die Vorstellung, dass endlich die neue PS4-Lieferung ankommt. Was halt auch langsam Zeit wird. Ja, wir haben es Anfang Februar. Es ist ein kalter Winter, auch ohne Schnee. Ich muss ja sagen, die Animationen sind nicht so perfekt gescribbelt. Manchmal wird auf einen Fass eigentlich getroffen. Ja. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Ja, und du hast 6 Slotti verdient. Ich kannte mal ein... Das hat... Was kann ich für... Einen Humpen Plörre, bitte. Gerne. Such dir einfach ein. Ich mach mich dann mal wieder auf die...
Hey, Finger weg! Das Zeug... Muss ich das jetzt... Ah! Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja, nimm es ruhig. Jetzt ist sowieso alles im Eimer. Cool. Was kann ich für dich... Ich mach mich da mal wieder... Ich schlage ein Tauschgeschäft vor. Der Preis für die Nukleinsäure ist 6 Slotti. Und damit basta. Verdammte Hacke.